Kurdenmob entführt Elbfähre. PKK-Anhänger nehmen 60 Passagiere in ihre Gewalt. Hamburg. Mehrere Anhänger der kurdischen PKK entführten am späten Donnerstagnachmittag die Hardak-Fähre, welche in Richtung Finkenwerder unterwegs war. Die insgesamt 9 Entführer mischten sich unter die rund 60 Passagiere und stürmten erst kurz vorm Anlegen die Kommandobrücke. Von da an übernahmen die bewaffneten Kurden das Steuer und nahmen Kurs auf die Nordsee. Der Kapitän und einige in Angst versetzte Passagiere alarmierten die Wasserschutzpolizei. Diese reagierte unverzüglich und legte den Schiffsverkehr der Elbe aus Sicherheitsgründen lahm. Insgesamt 4 Schiffe, 23 Streifenwagen und ein Hubschrauber der Polizei waren im Einsatz. Währenddessen riefen die 5 Männer und 4 Frauen durch Plakate zur Freilassung Abdullah Öcalans, dem in der Türkei inhaftierten Anführer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, auf. Das Wetter verschlechterte sich und die PKK-Anhänger verloren über die Elbfähre die Kontrolle. Dem auflaufenden Wasser wurden sie nicht mehr Herr und bewegten sich ungewollt auf eine Anliegerstelle am Ufer zu. Die Möglichkeit nutzten die Einsatzkräfte und umzingelten die 30 Meter lang und 85 Tonnen schwere Fähre. Durch mehrmalige Aufforderungen der Polizei ergaben sich die Entführer und konnten verhaftet werden. Mittlerweile sind 8 der Täter wieder aus der Haft entlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihnen droht ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Freiheitsberaubung. Erst am Sonntag besetzten mehrere Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei ein Ausflugsschiff am Kölner Rheinufer und versuchten, die Außenlautsprecher zu ihren Gunsten zu benutzen.